Coolman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Single Ripley,
Beeilen Sie sich. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind Sie etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwachsinn und Sanitärartikel hat. Bis bald dann, Doc. Im Eimer serviert. Shit, ich fühle mich elend. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Einloggzulassung angeben.
Ich hätte mich niemals von den anderen trennen sollen. Geh in den Weltraum, bla bla. Es wird ein Abenteuer. Arschgeigen. Mann, ich fühle mich scheiße. Wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Krankenstation empfiehlt Six nun Krankenversicherung. Fürsorge fernab der Heimat. San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt.
Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch.